Hallo, heute möchte ich euch einen Einblick in die Pflegeausbildung der St. Elisabeth-Gruppe geben. Heute auf dem Stundenplan einen intravenösen Zugang legen. Dafür benötigen wir einen Stauschlauch, Desinfektionsmittel, einen Tupfer, Venenverweilkanülen, ein Schlitzpflaster und die Handschuhe. Zuerst legen wir den Stauschlauch am Oberarm an und stauen das Blut. Als nächster Schritt wird die Stelle, die für die Punktion gewählt wurde, großflächig desinfiziert. Die Stelle für die Punktion ist in der Regel der Unterarm oder der Handrücken. Als nächstes wird die Vene mit der Venenverweilkanüle punktiert. Hierbei gilt nur Mut. Schnell und in einem Winkel von ca. 30 Grad in die Hautoberfläche einstechen. Wenn die Vene erfolgreich getroffen wurde, füllt sich hinten in der Nadel die Kammer mit Blut. Danach die Nadel weiter zurückziehen und den Zugang nach vorne schieben. Jetzt wird der Zugang mit einem Fixierungspflaster fixiert. Zum Abschluss muss die Nadel entfernt werden. Vorsicht, nicht daran stechen. Damit ist der intravenöse Zugang gelegt. Fertig! Intravenöse Zugänge werden im Krankenhaus zum Beispiel benutzt, um Patienten Infusionen zu verabreichen oder wenn häufiger Blut abgenommen wird.